Ihre Finger sind flink. Josephine Batau verbringt fast jeden Nachmittag zusammen mit ihren Freundinnen bei der Arbeit. Die Mädchen rollen aus Pappe die Hülsen der Raketen. Der erste Schritt in der Feuerwerksproduktion. Ich komme nach der Schule hierhin und arbeite. Mit dem Geld kann ich mir zum Beispiel Essen in der Schule kaufen. Wir treffen uns immer hier. So kann ich meiner Mutter und meinem Vater helfen. Nur weil ich hier etwas dazu verdiene, kann ich überhaupt zur Schule gehen. Die Mädchen und ihre Familien wohnen am Rand der Stadt Bukawe, zwischen den Reisfeldern. Sie hausen in einem dörflichen Slum. Josephine und ihre Familie wohnen in einer windschiefen Hütte aus Bambusstangen und leeren Säcken. Ihr Vater hat in den Feldern übrig gebliebene Reiskörner aufgelesen. Die gibt es zum Abendessen. Die Familie Napay ist wie die Mehrheit der Philippiner katholisch und sehr gläubig. Kinder sind ein Geschenk. Doch eine unbeschwerte Kindheit hat schon Josephines Mutter nicht erlebt. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Feuerwerksraketen herzustellen. Genauso wie Josephine. Dann habe ich geheiratet und wir haben 6 Kinder bekommen. In Manila arbeite ich ab und zu noch als Hausmädchen. Doch das reicht nicht, um das Leben meiner Familie zu finanzieren. Von Oktober bis Dezember ist Hochsaison. Tag ein, Tag aus Hülsenrollen. Das ist für die Mädchen noch der angenehmste Teil. Denn in den Fabriken ist es gefährlich. Es war 2008, am 31. Oktober. Es gab eine schreckliche Explosion. Ich bin erst im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ich hatte Verbrennungen. Mein Vater hat Teile seiner Hand verloren. Arbeiten kann er nicht mehr. Ich habe immer noch Angst, in die Nähe der Fabrik zu gehen. Ihr Bruder Almario und 2 weitere Geschwister schuften genau dort, in der sogenannten Fabrik, weit ab der Häuser. Denn das Schwarzpulver ist leicht entzündlich. Eine Mischung aus Kohle, Kaliumnitrat und Schwefel. Mit 23 Jahren ist Almario einer der Ältesten. Er befüllt die Papphülsen in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Dabei legt sich der giftige Staub auf die Haut und gelangt durch die Atemwege in die Lunge. In der feuchten Schwüle leisten die Jungs Akkordarbeit. Ich muss der Familie helfen. Ich schaffe 2500 Raketen am Tag. Ich arbeite meist 14 Stunden. Dafür bekomme ich dann 4,30 Euro. Das mache ich jeden Tag. Tito Napay leitet die kleine Fabrik. Alle Bestandteile der Feuerwerksraketen entstehen im Slum. Er macht eine der gefährlichsten Arbeiten selbst, die Herstellung der Zündschnüre. Mein Schwager hat die Fäden komplett trocknen lassen und wollte sie dann zuschneiden. Doch dabei sind Funken gesprüht. Das Ganze hat sich entzündet. Mein Schwager hat sich die Hände und sein Gesicht schwer verbrannt. Deswegen schneide ich die Fäden nur, wenn sie feucht sind, und trockne sie hinterher. Bei der Familie Napay zu Hause. Die Feuerwerksproduktion ist ein Geschäft, das die Eltern organisieren. Und wer von den 7 Kindern alt genug ist, muss mit ran. Jahr für Jahr. Große Bestellungen kann ich unmöglich alleine mit meinem Mann abarbeiten. Wir brauchen unsere Kinder. Wir wollen ja auch etwas für sie sparen. Ich wünsche mir, dass meine 7 Kinder alle die Schule beenden können, damit sie nicht mehr so arbeiten müssen wie wir. Doch Arbeit und Schule zu vereinen, das ist fast unmöglich. Heute ist einer der wenigen Tage, an denen Josephine und ihre Freundinnen zum Unterricht dürfen. Kinderarbeit ist ein großes Problem auf den Philippinen. Allein in der Feuerwerksproduktion sind schätzungsweise 4000 Kinder beschäftigt. Der Politik fehlt der Wille, richtig durchzugreifen. Das Geschäft ist zu gut. Josephine geht in die 4. Klasse. Dabei ist sie schon 12 Jahre alt. Manchmal können sich die Kinder hier im Kiosk kein Essen kaufen.
Manchmal können sie das Schulgeld nicht bezahlen und dürfen nicht kommen. Josephine ist eine ganze Zeit nur unregelmäßig im Unterricht gewesen. Das ist ein generelles Problem der Kinder hier. Sie schaffen es kaum, im Stoff hinterherzukommen, weil sie so oft fehlen. Die Aussicht auf ein besseres, ein anderes Leben wird so jeden Tag geringer. Die Lehrerin hat oft versucht, den Eltern das klarzumachen. Auf ihrem Heimweg müssen Josephine und ihre Freunde über die Hauptstraße im Zentrum. Hier reiht sich ein Feuerwerksladen an den nächsten. Hier wird das große Geschäft gemacht. Raketen, wie Josephine sie produziert, kosten 4 Cent das Stück. Kunden aus dem ganzen Land schleppen die Ware gleich säckeweise nach Hause. Die Käufer sind meistens Großhändler aus dem ganzen Land. Sie verkaufen dann unsere Feuerwerksartikel in ihrer Region weiter. Unsere Kunden kommen hier so regelmäßig hin, weil unsere Raketen einfach viel Spaß machen und weil sie so viel Freude bereiten. Dafür arbeitet Josephine oft bis spät in die Nacht. Sie gibt den gefährlich gefüllten Papphülsen ein buntes Antlitz. Das ist nun mal unser Job. Es gibt ja nichts anderes. Manchmal testen die Jungs aus den Fabriken neue Raketen. Josephine hat schon so viele gesehen. Als die bunten Funken durch die Dämmerung fliegen, können sich nur noch die kleinen Kinder unbeschwert freuen.